Ja, willkommen bei einem neuen Let's Test von mir. Bus Simulator 2016! Ja, testen wir mal dieses wundervolle Spiel. Ich habe es vorhin mal angestartet, um überhaupt mal hier reinzukommen. Ich weiß gar nicht, was wir hier noch alles einstellen können. Die Grafik ist alles eingestellt. Bus Spiegel immer aktualisieren können wir einstellen. So, Steuerung machen wir und können wir hier irgendwie eine... Warten mal, ich lösche mal die Firma. Dann gehen wir nochmal in die Firma ein. Pick up. Kann man machen, oder? Na egal. Pleite ermöglichen ist okay. So, gleich wird er ein Tutorial uns vorschlagen. Und das spielen wir gemeinsam, um einfach mal ins Spiel reinzukommen. Die Musik gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Damit kann ich was anfangen. Hat aber echt lange Ladezeit, ne? Manchmal denke ich mir echt, ey, ist mein PC so schlecht oder warum braucht das so lange? Hier ist das angesprochene Tutorial. Spielen wir jetzt diesmal. So, herzlich willkommen in Sunny Springs. Ein funktionierendes öffentliches Nahverkehrsmittel ist Herz einer Stadt und wie dieser und wie Zufall will, hast du gerade ein kleines Busunternehmen erworben. Herzlichen Glückwunsch. Hier im Tutorial werden dir die Steuerung des Spiels sowie die üblichen Aufgaben des Busfahrers nähergebracht. Darüber hinaus erfährst du von dem erfahrenen Busfahrer Ben wertvolle Tipps und Tricks, welche dir beim Fahren als auch beim Aufbauen des Unternehmens gute Dienste leisten werden. Wirst du die Bewohner von Sunny Springs zufriedenstellen und erfolgreich im ja, ihr wisst schon. Und zum erfolgreichsten Busunternehmer aller Zeit werden. Natürlich werden wir das. So, können wir jetzt anfangen? Das lädt jetzt echt ein bisschen lang. Ich habe das Gefühl, das Spiel stürzt ab. Nein, das Spiel stürzt nicht ab. Okay, Alter. Bewege dich mit dem Tasten WASD. Ja, ach, das sind wir schon. Ich dachte hier, das ist ein Männchen. Ah, cool. Auch eine schöne Stadt mit fließendem Verkehr. So, können wir auch laufen? Wir können auch laufen, wenn wir die Shift-Taste gedrückt halten. Ich bin Ben. Wir haben miteinander telefoniert. Schön, dich endlich zu treffen. Ja, und dreh mir den Rücken zu. Ich mag das. Klar, Folge Ben, da hinten steht schon unser Bus. Freue ich mich schon drauf. Ich bin wirklich reif für den Ruhestand. Jetzt kann ich bald mehr Zeit mit meiner alten Dame verbringen. Dann kannst du auch mal einen anderen Hut aufziehen, Ben. Sunny Springs! Was für ein Prachtexemplar. Oh, was ein wunderschöner Bus. So, drück an den Knopf. Wie drücken wir denn? Vielleicht halte die rechte Mausbutton, um den Anzeiger in einer linken Steuerung vorzustellen. Ah. Können wir hier draufklicken? Vor der Tür. What the fuck? Das Baby gehört jetzt. Steigen wir mal ein. Lassen wir es mal schnurren. Okay, schön. Drehen Schlüssel nach dreimal nach rechts um zu starten. 1, 2, 3. What Mensch, the fuck? Das Geräusch wird mir ziemlich fehlen. Bevor oh, du armer Sack, wo läuft, wo stehst du überhaupt? Ach, sehen da sitzt er. Gesehen werden. Licht einschalten, wie machen wir das? Da ist das doch. So, Licht an. Oder? So, ist doch hell, wofür brauchen wir Licht? Innenbeleuchtung auch noch einschalten, die sind doch verrückt. So, alles anschalten. Schließ die Tür mit den Türschalter 1 und 2. Und die andere Tür? Die haben wir jetzt geöffnet. Da hinten sehen wir das auch im Spiegel. Hey, cool. 2, so. Deaktiviere die Parkbremse mit B. Mit dem Mauser kannst du die dritte Personenansicht wechseln. Ah, okay, cool. Aber, naja. Versuchen wir mal so zu fahren. Ich wollte schon nur mal Busfahrer sein. So, jetzt können wir uns bewegen. Wie geil ist das denn, Leute? Wenn du denkst, Hammer. Dass du für eine echte Fahrt bereit bist, begib dich zum Ausgang. Wow. Wir müssen hier mal gucken. Okay, kann man auch Blinker setzen? Kann er nicht mehr nach links gucken, ey, verdammt. Busfahrer, wie geil ist das denn? Die Mini zeigt dir Stadtordnung, Bushaltestellen nach deiner Strecke auf. Für dich vorbereitet. Du kannst war grün? Ich hab gar nicht geguckt. Ich hab gar nicht geguckt. Was ist das für ein komisches GPS, ey? Versuche möglichst nah am Gehsteig und genau in der Mitte okay, der Alter. Sehr gut. Passagiere mögen das Besonderes. Oh. Und vergiss nicht, den rechten Blinker zu setzen. Oh, wie näher machen wir das überhaupt? So. Großartig. Betätige jetzt die Haltestellenbremse. Senke den Fuß und öffne die Tür. Oh Gott, ey. Ach, zu hinten sollen die nicht einsteigen, die Wichser. Das Guten Tag. Zahlen die nix, ey. Hab ich überhaupt kassiert? Ah, das ist das Tablet. Da fahren wir hin. What the...
What the fuck? Ach du Scheiße. Okay, die Stadt ist eigentlich übersichtlich. Oh Mann, ey. So, habe ich Fahrkarte gekauft. Okay, cool. Türen zumachen. Mit F kann man wieder hoch. Es ist der gleiche Prozess in umgekehrter Reihenfolge. So, schließe die Türen zu. Deaktiviere das Absenken. Meine löse Güte. Die Haltestellen. Ach, ich werde dir einen Blinker. Pendler lieben Fahrer, die immer pünktlich sind. Okay, und cool, Fahrer ey. Lieben zufriedene Pendler. Also versuche, jede genial, Haltestelle ey. Pünktlich zu erreichen. Nächster Halt. Wir fahren noch eine. Fernsehturm. Okay, es sieht eigentlich ganz cool aus, Busfahrer zu sein. So cool, ey. Oh Mann, Leute, das ist ja richtig geil, ey. Wir fahren auch zur nächsten Bushaltestelle und dann war es das mit diesem Antesten des Bus-Simulator 2016. Weiß nicht, ob ich darüber ein Let's Play machen soll. Ich bin ja jemand, der gerne Autorennen fährt und sowas. Aber Bus-Simulator muss ich mir noch ganz genau überlegen. Fahren wir zu schnell oder so? Wow, wow, fuck, Leute. Ich bin über einen Bordstein gekommen. Scheiße. So. Was geht? Was geht? Ah, was ein Verkehr, ey. Da kommen wir gar nicht. Setze den Blinker rechts, wenn du anzeigen, dass du anhalten willst. Ah. Okay, hier ist unsere nächste Bushaltestelle. Oh. Ich muss das noch ein bisschen üben, ne? So, jetzt bin ich aber zu nah dran, oder? Türen auf. Willkommen. Guten Tag. Bitte nehmen Sie Platz. Nehmen Sie alle Platz. So, sind wir zu. Da hinten steigen noch welche ein. Und der hier vorne noch? Ne, okay. Oder der da hinten noch? Türen zumachen. Handbremse und Absenken aktivieren. So, jetzt kommen wir wieder raus. Jetzt mal natürlich Blinker. Hallo, lass uns raus. Versichere dich, dass du die Haltbremse habe ich doch. Du machst einen sehr netten Eindruck. Klar, ich bin der beste Busfahrer der Welt. Leute wie dich und mich gehen. Wow, Leute, geh rüber. Und ich sage geh rüber, dir, Mann. Es kann sich wirklich auszahlen. Das geht ja nicht rüber, das ist ein Zebrastreifen. Ich bin auf einer Tour durch die Stadt unterwegs. So, wir müssen einen nach links. Frühschicht und ich hatte ein paar Kinder dabei, die zur Schule. Ah, nee, nach rechts. Ach, das ist ein riesiger auf Kreisverkehr. Einmal wurde ich ohnmächtig. Ich wusste nicht, wow, was los war, aber fuck, ich hatte ziemliches Glück, dass ich an dem Tag. Ein Lenkrad wäre eigentlich ganz cool, das Spiel zu Let's Sie Play. Haben schnell reagiert. Einer von ihnen hat so einfach das Lenkrad übernommen, die Zündung ausgeschaltet und den Bus gesteuert, dem gar nicht zu, bis ey, er ausgerollt war. Ein anderes Kind hat bemerkt, what dass ich nicht fuck beatmete. Es hat sofort einen Rettungswagen so, gerufen hier rechts und versucht, mich wiederzubeleben. Es war überall in den Nachrichten. Wir fahren wenn immer im Bordstein, ey. Shit, ey. Wäre ich jetzt nicht hier. Ich würde so, nicht in die Ecke gehen können. Ja, das war's mit dem Test. Macht anscheinend schon ziemlich Spaß. Sein. Ob mir jetzt Let's Play kommt, weiß ich nicht, aber danke, dass ihr zugeschaut habt und ja, kann das Spiel empfehlen, scheint echt lustig zu sein.